Herzlich willkommen, Leute. Hier ist euer Sebastian, euer Gamer Neighbor mit einer weiteren Folge Let's Play Star Wars Battlefront 2 Multiplayer. Wir dürfen jetzt auf der wunderschönen Karte Hoth wieder mal tatsächlich verteidigen. Anfang der Woche war es ja schon eine Folge, wo wir ziemlich gut gesniped und verteidigt haben, aber jetzt werde ich mich mal wieder schauen, dass ich mich darauf konzentriere, auf die Walker selbst zu schießen. Deswegen habe ich mir jetzt mal ein Heavy gekrallt. Zwar jetzt nicht das Präziseste, womit ich schießen kann auf der Karte, aber mir geht es ja persönlich darum, jetzt hier, wenn möglich, irgendwie den Punkt zu halten. Das war ein Treffer. Kampfläufer beschädigt. Ja, zumindest bin ich nicht allein hier vorne, das ist schon mal super. Ah, meinst du, du triffst jetzt? Wie dick ist diese Panzerung? Boah, da hat er mich echt weggesniped. Ah, da hätte ich mehr in Deckung gehen müssen. Fliegen wollen wir ja nicht. Fliegen ist immer für euch ja nicht ganz so unterhaltsam, zumindest so Fahrzeugparts. Auch wenn ich damit ungemein viele Punkte mache und ich das, wenn ich jetzt wirklich alleine spielen würde, natürlich auch so machen würde. Ja, mache ich das jetzt hier mal nicht. Aber wir haben bis jetzt einmal raufgeschossen oder haben es doch irgendwo geschafft? Ah, vor mir ist auch noch einer. Ah, ich wollte einfach risky reingehen und es risky versuchen, aber es war halt wohl tatsächlich einfach zu risky. Also die Front haben wir leider schon hart verloren. Leider. Scheinbar maximal die rechte Seite versucht noch etwas. Schafft es sogar. Okay, das war schon wieder hier mit. Irgendwas, woran ich meine Minigun verballern kann. Na, hat zumindest Schaden gemacht. Haha, holt er sich weg. Kampfläufer passiert ersten Kontrollpunkt. Okay, jetzt wäre ein taktischer Rückzug wohl angesagt. Au. Wenn wir schön in Bewegung bleiben. Ach, schon wieder vorbei. Kampfläufer beschädigt, ja. Gucken, bis jetzt ist hier noch keiner auf der rechten Seite. Das heißt, rein theoretisch ist noch ein Schuss möglich. Aber jetzt schnell. Ich höre sie schon kommen. Das war ein Treffer. Kampfläufer beschädigt. Okay, Rückzug. Zieht euch zurück. Ach, was für ein Penner. Wow, mit der war fast echt so lange gebraucht. Delea. Jetzt snipen wir uns wieder einen Ast ab. Oh, snipen kann man es nicht nennen. Wir LT'en uns jetzt den Ast ab. Aber ich habe es mir auch verdient. So oft, wie ich draufgeballert habe. Und ja, einigermaßen wieder auf dem ersten Platz bin.
Niemals! Freiheit! Für Schottland! Komischer Sniper, der mir auf den Keks geht. Würde ich gerne nur allzu gerne wegplatzen wollen. Aber der Walker lenkt größtenteils meine Schüsse ab. Freiheit. Da quer gegenüber sind einige. Pam! Ach shit, ich wollte gerade die aus der Luft auf. Oh, den Bomber. Guckt euch an. Ah, krieg ich den noch? Macht ein paar krasse... ey, noch nicht mal ein Assist? Ja, Leute, ihr müsst jetzt leider die Kanonen holen. Ah ja, ich müsste mal mehr hier unten wegschießen. Immerhin haben wir ihn schon 1% abgezogen, egal wie weit sie kommen. Oh, ein Vader! Mein Puppy! Hitten wir jetzt hier mal ordentlich ein paar Mal an. Den wollen wir natürlich, wenn möglich, nicht mit Full Life davonkommen lassen. Da ist der Bomber aber schön reingefangen. Oh, da kommt noch ein Palpatine. Den ich gerade eigentlich viel lieber treffen würde. Und aus Wake sein müsste ich jetzt mal aufpassen. Ein bisschen weiter zurückgehen. So, gucken wir mal, dass wir einen TIE Fighter hier eventuell runterholen. Jo, okay, das ist immerhin. Feuert, was das Zeug hält! Jo, dann ziehen wir uns mal zurück. Immerhin 35 auf 35 runtergeschossen. Gar nicht so schlecht. Aber wenn die jetzt mit einem Palpatine kommen, ey, dann bin ich echt am Arsch. Dann bin ich echt am Arsch. Muss ich aufpassen, ey. Bei dem Wetter kann man jetzt aber besser rausgucken als letztens. Jetzt wird ja hier ganz gut gehalten. Ah, sieht hier bis jetzt auch ganz gut aus. Also so dringend brauchen sie mich hier noch nicht in der Mitte. Guck ich mal lieber, dass ich hier ein bisschen rausschießen kann. Es kommt dann schon irgendwie gruselig bekannt vor, ne? Aber wenn es halt effektiv ist, was soll man halt machen?
Ich will ja um jeden Preis und um alle Mittel mein Team zum Sieg führen. Ja, kann aber einer mich anhitten, ohne dass ich ihn wirklich treffe. Ja. Bumm. Situationen wie diese hier lehren euch Demütigkeit. Oh. Na, irgendwas Böses kommt da jetzt auf jeden Fall. Ich sehe schon einen dicken roten Punkt auf dem Radar. Sniper hier, ne? Oh, da hinten haben sich ja einige Ziele aufgebaut. Alter, was ist das hier? Tontauben schießen? Gelogen, ey. Als würden sie sich da hinten so aufbauen. Hier, triff mich, triff mich. Und der Sniper, ey, dass sie es bis jetzt noch nicht gelernt haben, ist mir ein Rätsel. Ehrlich, ey, Leute, ich weiß nicht, was ich dazu noch sagen soll. Ich spiele nur mal so, wie es effektiv ist. Ich bin schon extra nicht an die Fahrzeuge rangegangen. Aber wenn es halt mit Leer einfach nichts anderes ist als LT drücken. Aber es ist halt nur mal effektiv. Was soll ich machen? Hat den Luke aber echt erwischt. Ja, rechte Seite wird tatsächlich umkämpft. Da ist jetzt ein Boba. Puh. So, jetzt sind sie nur noch in der Verlängerung. Ich schätze mal, die Seite ist ja rein theoretisch sicher genug. Ehrlich, es ist so richtig Déjà-vu-Gameplay hier. Ah, jetzt hätte ich hier bleiben müssen, merke ich schon. Oh, yo. Jetzt sind sie aber hart am Pushen, die Kerle. Ah, wer schießt da draußen auf mich? Hier, bam! So, das sollten wir dann jetzt haben, wa? Heieieiei!
Wieder eine mittellange Runde, würde ich behaupten. Also war auf jeden Fall, ich glaube, ein Tacken länger. Obwohl, ich weiß es nicht. Das ist dann jetzt echt witzig. Dann habt ihr am Anfang eine Hoffrunde. Ihr habt jetzt zweimal eine Hoffrunde für montags und freitags, die im Grunde vom Prinzip her so ziemlich gleich gelaufen ist. Naja, aber ich hoffe dennoch, durch dieses leichte Déjà-vu, dass es euch gefallen hat. Auch wenn ich ja natürlich in der ersten Runde schön geschnippert habe und irgendwie, ich glaube, mehr Kills gemacht habe, oder? Egal, ich habe auf jeden Fall mehr als genug gemacht. Ich bin aber wieder voll abgegangen. Mega nice. Schöne, diesmal wirklich eine richtig schöne Aufnahmewoche. Gefällt mir. War es das jetzt auch mit der Folge? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es das hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben freuen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal bei uns, Sebastian, noch ein Gamer Neighbor zu einer weiteren Folge Let's Play Star Wars Battlefront 2 Multiplayer. Haut rein, Leute, und möge die Macht mit euch sein.